und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr im Titel schon lesen könnt, geht es um eine Saftkur und zwar mache ich eine dreitägige. Ich hatte die Wahl zwischen 5 und 3 Tagen und habe mich dafür entschieden, weil ich es schon mal ausprobiert habe, aber nur 4 Tage durchgehalten habe, also die 5-tägige. Deswegen dachte ich mir, komm, mache ich jetzt die 3-tägige. Und ja, ich freue mich drauf, weil ich habe es ja schon mal gemacht und eigentlich hatte ich nur Vorteile dadurch und keine Nachteile. Klar, am Anfang hat der Magen ein bisschen gegrummelt, aber irgendwann dann nicht mehr. Also warum mache ich das? Ich habe das schon mal Ende des Jahres gemacht, vor Weihnachten. Allerdings musste ich es abbrechen, weil ich keine Kraft hatte am ersten Tag, weil ich umgezogen bin und ja täglich so viele Kalorien verbrannt habe. Und es war auch eine andere Saftkur, die gerade mal um die 600 Kalorien oder so hatte. Und diese, die ich jetzt mache, hat ein bisschen mehr, um die 1200 Kalorien. Das ist völlig in Ordnung. Klar kommt man jetzt nicht so auf sein Eiweiß, aber das ist für die Tage völlig normal. Aber vorab, die Saftkuren sind eigentlich nicht zum Abnehmen gedacht, weil in 3 oder 5 Tagen verliert man eh kaum Fett, sondern wirklich nur Wasser. Von daher bringt das sowieso nichts und das ist einfach dazu da, um wieder auf seinen Körper zu hören, auf sein Hungergefühl zu hören. Der Darm, der kommt wieder richtig in Schwung, also man merkt schon, dass die Verdauung wieder richtig in Trab kommt und ich habe auch nie Blähbauch bei so einer Saftkur. Und man fühlt sich einfach echt fit und gesund und wenn man immer so guckt, was so auf den Säften draufsteht, immer nur so gesunde Zutaten, ist das schon cool und mir macht es sehr viel Spaß. Der Vorteil ist halt auch, dass man wirklich wieder viel trinkt und ja, ich mache es auf jeden Fall jetzt eine Woche vor meinem Urlaub. Ich wollte es nicht 3 Tage vor meinem Urlaub machen, weil ich glaube, es wird meinen Magen gar nicht verkraften, von so wenig Kalorien wieder auf so viele Kalorien hochzuschrauben, weil ich im Urlaub schon um die 4000 Kalorien esse. Aber ja, ich dachte mir, ich nehme euch jetzt einfach mal mit, die 3 Tage. Wir gucken mal, wie es mir geht, ob ich Kraft habe und so weiter, ob ich noch zum Sport gehen kann. Und deswegen starten wir jetzt. Und die Saftkur ist von Foodist. Ich liebe die Marke einfach. Ich habe da früher auch schon mega oft bestellt, meine Riegel. Und ja, deswegen bin ich umso gespannter. Und da war sogar so ein kleines Booklet dabei. Wie ihr hier seht, da können wir ja mal zusammen reingucken. So, hier ist ein kleiner Überblick und zwar ist es kein Muss, die nummeriert zu trinken. Man kann es machen, wie man möchte. Und das Gute, das ist wegen dem HPP-Verfahren, dass sie schon verarbeitet werden und nicht erhitzt werden, sodass die Vitamine wirklich erhalten bleiben. Ich fand so einen Saftkur immer nur praktisch, wenn man irgendwie eine Diät starten möchte, weil man davor irgendwie mal so süß gegessen hat oder irgendwas anderes und so hat man meistens so einen kleinen Cut. Und dann freut man sich meistens umso mehr, gesund zu starten, weil man den gesunden Anfang schon geschafft hat. Und so kann man auch ein bisschen seine Disziplin schulen. Weil man 3 Tage das geschafft hat, dann schafft man auch eine Diät, wo man wirklich relativ viel essen kann. Und ich finde, Essen ist immer 1000-mal besser als Trinken. Also, ne? Okay, also starten wir jetzt mit dem ersten Saft. Und zwar heißt das die Plotte Karotte. Oh yeah. Und da ist enthalten Karotte, Apfel, Ingwer und Zitrone. Nur Sachen, die ich mag. Lecker, lecker. Und gleich zeige ich euch nochmal eben die anderen 5 weiteren Säfte. Und auf 100 Gramm oder Milliliter haben wir 46 Kalorien. Hier ist ein halber Liter drin. Also sprich um die 250 Kalorien pro Saft. Okay, vorher aber gut schütteln. Oh, der ist aber echt gut. Henry, probier mal. Man schmeckt richtig die Zitrone und die Karotte. Mmh. Ne? Wie so ein Multivitaminsaft. Richtig frisch und beim Multivitaminsaft schmeckt wirklich so. Aber die sind ja meistens voll gepumpt mit Zucker. Aber es ist Ingwer drin, ne? Aber hier. Hast du rausgeschmeckt? Ja, ja, ja. Lecker! Den hebe ich mir jetzt gut auf. Und Papa holt mich jetzt ab und dann trinke ich den auf der Fahrt. So, ich bin wieder zu Hause und ich muss sagen, ich habe keinen Hunger oder sowas, aber ich habe einfach Appetit, aber es liegt auch daran, dass Henry sich mal wieder 1 Kilo Kartoffeln in dem Ofen zubereitet hat. Und deswegen riecht das ganze Haus jetzt nach Pommes und dann hat man natürlich noch mehr Lust auf sowas. Und ich habe ja schon mal Saftkur gemacht. Es war viel einfacher, weil ich ja alleine gelebt habe und man keine Versuchungen hatte. Aber egal, jetzt ist auf jeden Fall Zeit für den 2. Saft. Habe ich mir gerade die Nase gepackt? Keine Ahnung. Nummer 2. Ah ja. Und zwar dies, das Ananas. Und der ist mit Apfel, Ananas und Pfefferminz. Den habe ich gestern schon probiert, einfach mal so zwischendurch. Und der schmeckt echt mega gut. Also ich mag Ananas nicht so gerne, aber trotzdem schmeckt der mega erfrischend wegen dem Apfel und der Pfefferminz. Genau.
Hier steht auf jeden Fall Saft Nummer 3 an. Und zwar Spinat Ahoy. Henry hat ihn schon probiert und fand ihn lecker. Und zwar ist es mit Gurke, Spinat, Sellerie, Grünkohl, Petersilie und Spirulina. Und den trinke ich jetzt, während wir spazieren gehen, weil mir ist richtig langweilig. Und wenn ich Langeweile habe, dann muss ich was zu essen haben. Deswegen muss ich mich jetzt irgendwie ablenken, dass ich an den Kühlschrank gehe und irgendwas esse. Genau. Also, ich mag Spirulina zum Beispiel gar nicht, das schmeckt man schon ein bisschen raus, aber es ist ja sehr gesund, deswegen. Was ich aber besonders gut an der Saftkur finde, ist, dass es echt perfekt ist für Leute, die nicht so gern Gemüse essen oder Obst essen und generell nicht so auf ihren Vitaminbedarf täglich kommen. So wie Mutter. Und so ist es halt viel einfacher, wenn man es trinkt und. Es ist irgendwie schneller, man muss sich nichts schnibbeln, man kann einfach die Flasche mitnehmen und einfach immer mal so ein bisschen davon trinken. Kann die ja auch trinken, wenn man gerade nicht in der Saftkur ist. Einfach mal einen Shake oder so täglich. Es zwingt einen ja keinen, dass man alle 6 Säfte trinken muss pro Tag. Und ja, ist auf jeden Fall cool, wenn man ein bisschen Gemüse oder Obst braucht. Seht das wirklich so als Einstieg für eine gesunde Ernährungsumstellung. Ja, oder wenn euch gerade gesunde Ernährung schwerfällt, danach geht es eigentlich wieder. Wenn man sich denkt, boah, die 3 Tage habe ich jetzt durchgezogen, dann schaffe ich auch gesunde Ernährung. Nummer 6. Und hier haben wir drin Grünkohl, Spinat, Zitrone und Spirulina. Also eigentlich wie bei der, war es die Nummer 3, die andere? Oder die Nummer, doch Nummer 3, genau. Außer dass bei dem Nummer 3 noch Sellerie und so drin war, genau. Ich finde, das schmeckt sogar ein bisschen besser als der dritte. Der dritte hatte mir ein bisschen zu viel Spirulina-Geschmack. Der auch ein bisschen, aber der schmeckt ein bisschen fruchtiger durch die Zitrone, finde ich. Genau. Ich werde morgen aber jetzt nicht immer alles filmen, jeden Saft, weil ich habe ja jetzt schon alle vorgestellt. Deswegen einfach mal so, wenn ich gerade Lust habe. Ich gehe noch zum Sport, das werde ich filmen. Und dann werde ich abschließend noch so ein kleines Resümee euch geben. Genau. Ich warte übrigens die ganze Zeit, dass mein Handy mal wieder angeht. Es lädt die ganze Zeit auf und es geht nicht an. Das hasse ich ja bei Apple, ne? Dass es immer so lange dauert, wenn einmal das Handy aus ist. Weil bei Samsung geht es sofort an, wenn man das Ladekabel reintut. Ich weiß, das ist, glaube ich, ein Sicherheitsmechanismus, aber es nervt. Weil stell mal vor, ich muss jetzt unbedingt jemanden anrufen und es geht nicht an. Aber hier auf jeden Fall jetzt schlafen. Ich war ja vorhin noch auf dem Geburtstag von Henrys Opa und ich hatte echt richtig, ja, Magenkrummeln. Und alle haben da gegessen, aber jetzt mittlerweile geht's. Und ich war auch kurz davor zu sagen, ich esse jetzt was mit. Und Henry so, nein, mach nicht. Und ja, wenn man es dann einmal durchgezogen hat, dann ist man auch stolz auf sich. Und auch morgen früh werde ich auch stolz auf mich sein, dass ich schon einen Tag geschafft habe. Und daran müsst ihr immer denken, an das Gefühl. Und ja, deswegen gehe ich jetzt schlafen. Und dann starten wir morgen nochmal neu. So, guten Morgen. Heute ist ein neuer Tag, also der 2. Tag. Und ich muss sagen, die Nacht, ich hatte wirklich einen grummelnden Magen. Dann habe ich einfach viel Wasser getrunken und Tee vor allem und dann ging's. Und jetzt, immer stört er in meinem Video. Und jetzt habe ich gar nichts mehr. Also ich habe kein Hungergefühl, aber auch kein Sättigungsgefühl, aber ist okay. Und ja, jetzt habe ich gerade den ersten Saft schon getrunken und 1 Liter Tee. Und jetzt bin ich erstmal gefüllt. Ja, nur heute wollten wir eigentlich essen gehen, aber das mache ich nicht mit, weil dann müsste ich dann mein Wasser und alle essen. Das wäre echt Folter. So, es ist schon Mittag und Henry macht sich jetzt Essen und zwar eine Riesenpfanne mit Hack und Kartoffeln und ich habe dann meinen 4. Saft und zwar ist das der mit Apfel, Rote Beete, Granate, Apfel und Karotte. Also alles, was ich mag. Allerdings mag ich Rote Beete nicht so gern als Getränk, weil sie meistens ein bisschen zu erdig schmeckt, aber egal. Mein Essen versus sein Essen. Und? Es schmeckt sehr Rote Beete-lastig. Ist jetzt nicht mein Favorite, aber ist okay. Willst du auch ein bisschen Saft? Hm? So, guten Morgen. Heute ist der 3. Tag der Saftkur. Heute ist Sonntag. Und ich muss sagen, dass der 2. Tag eigentlich
ja, schlimmsten ist, weil man sich denkt, ach, heute brauche ich es eh nicht durchziehen, ich habe es gestern durchgezogen und man weiß, dass man noch einen Tag vor sich hat. Aber heute ist dafür nicht so schlimm, weil man ja weiß, dass man morgen wieder essen kann, deswegen hat man halt einen Lichtblick. Aber das hatte man am zweiten Tag halt nicht, weil man wusste, oh geil, morgen gibt es wieder Säfte. Aber trotzdem sind die Säfte wirklich lecker, deswegen freue ich mich drauf, aber das kann man halt nicht vergleichen mit wirklich was Richtigem zu essen. Aber ich muss sagen, ich fühle mich echt gar nicht schlapp. Ich gehe jetzt gleich noch zum Sport und dann filme ich das. Und ich denke, es liegt einfach daran, dass ich bei der früheren Saftkur hatte ich ja nur um die 600, 700 Kalorien. Und hier habe ich ja echt teilweise 1200, 1400 Kalorien. Und deswegen habe ich ja genug Energie. Ich habe ja auch enorm viele Kohlenhydrate, zwar kein Eiweiß, aber es ist ja nicht so schlimm. Aber ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich wieder aufs Essen freue. Und ein kleiner Tipp von mir, die Säfte schmecken jetzt nicht so gut, wenn man 2 Minuten davor die Zähne geputzt hat. Da schmecken die ein bisschen bitter. Ja. Wisst ihr Bescheid. Diesen Saft trinken. Kurkuma Matata. Und hier ist auch eine orange Karotte, Zitronen und Kurkuma drin. Also wirklich gute Sachen. Und den trinke ich jetzt. Und dann vorm Schlafen gibt es auch noch einen Saft. Und ich muss sagen, bis jetzt geht es mir echt gut. Genau. Jetzt habe ich mich schon abgeschminkt und jetzt mache ich es mir bequem auf der Couch. So, guten Morgen. Und ja, die Saftkur ist vorbei. Und ich muss sagen, der zweite Tag war, wie gesagt, am schlimmsten, weil man irgendwann keine Lust mehr hatte. Aber wenn man es einfach durchzieht, ist man am Abend immer stolz, dass man es durchgezogen hat. Und dann schafft man eigentlich auch den nächsten Tag. Und ich fühle mich wirklich super. Und jetzt habe ich noch mehr Lust, gesund weiterzumachen. Weil man denkt sich ja auch, die Saftkur soll jetzt auch nicht umsonst gewesen sein. Und ja, ich sage euch noch ein paar Dinge dazu. Allerdings gehe ich jetzt erstmal einkaufen, weil die Katzen kein Futter mehr haben. Und ich brauche Essen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal mit. So, auf jeden Fall bin ich wieder zurück. Ich konnte jetzt nichts im Supermarkt filmen, weil es war mir irgendwie zu voll. Und ja, das sind jetzt die ganzen Sachen, die ich für die 4 Tage, bis ich in Urlaub fliege, brauche. Und halt alles gesund. Und ich esse auch täglich fast nur das Gleiche, weil ich es einfach wirklich mega mag. Und die Sachen habe ich ja alle schon mal in meinen Videos gezeigt. Eigentlich in diesen unter 150 Kalorien Rezepte. Und hier einmal Brechbohnen, Putzersalat, Avocado, Thunfischsalat, meinen griechischen Salat und ja, das hier brauche ich halt alles für diese Salate. Also eigentlich esse ich jetzt nicht viel anders wie in der Saftkur, weil ich trotzdem so viel Gemüse und Obst esse, aber halt was zum Kauen. Das ist was ganz anderes, als es zu trinken. Und ja, dann werde ich mir jetzt mal was zu essen machen. Es ist jetzt der 16. Januar und eigentlich wollte ich das Outro schon viel früher drehen, aber irgendwie kam so viel dazwischen. Ich war heute von 6 Uhr morgens bis jetzt weg und jetzt gerade ist es schon fast 21 Uhr und Henry und ich sind gerade dabei, unser Handgepäck zu packen. Wir fliegen morgen um 4 Uhr morgens und es ist momentan so stressig und ich muss das Video noch fertig schneiden. Auf jeden Fall mache ich jetzt ein kurzes Resümee. Also die Saftkur hat mir mega Spaß gemacht, man hat sich so wohl gefühlt, man hatte keinen Blähbauch, aber trotzdem, macht es nicht zu oft. Ich würde es wirklich nur ein oder zweimal im Jahr machen, wenn überhaupt. Und seht es nicht als Diät. Es soll einfach ein Einstieg sein für eine Ernährungsumstellung, dass ihr praktisch so einen kleinen Cut habt. Und ja, ihr könnt so eure Disziplin schulen, ihr hört wieder auf euren Körper
Und danach kann man einfach so stolz auf sich sein, dass man es geschafft hat, finde ich. Aber wie gesagt, nichts geht über eine ausgewogene Ernährung. Also kommt nicht auf die Idee, ist nur noch Säfte zu trinken oder vielleicht nur noch einen Saft pro Tag. Lasst diese ganzen Quatsch-Diäten sein, hört auf mich. Ich habe auch damals abgenommen mit ganz normaler Ernährung, habe auf nichts verzichtet. Und deswegen, ja, ist einfach mal eine coole Ergänzung so. Aber ja, nichts geht über Essen, deswegen habe ich jetzt auch schon Riegel eingepackt. Und ja, falls ihr es mal ausprobieren möchtet, ihr bekommt mit dem folgenden Link 10 Euro auf eure erste Saftkur. Und dann könnt ihr mir mal sagen, wie ihr es fandet. Und ja, dann würde ich sagen, Henry, geht's in Urlaub. Ja. Ja, dann würde ich sagen, bei Instagram werdet ihr unseren ganzen Urlaub mitverfolgen können. Ich werde einen Vlog drehen, aber das wird dann erst später online kommen. Deswegen folgt mir gerne dort. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.